So, und weiter geht es mit unserem Gelaber, Alien-Gelaber. So, ja, ich präsentiere, jetzt geht es um die komische Steinplatte mit den Inschriften drin. Warum ist diese Inschrift in einer anderen Schrift? Ich habe es nicht geschrieben. Ich hätte es nicht geschrieben. Ja und? Ich kann es lesen, aber die Bedeutung ist nicht klar. Es geht um irgendetwas Verstecktes. Das war die erste Errungenschaft auf dem Weg zu meinem größten Fehler, der mein Volk verurteilt hat. Die Lichtbrücken sind grandios. Wir hätten nie davon geträumt, dass Menschen auf Licht gehen könnten. Ah ja. Wir waren freudig überrascht, als wir feststellten, wie nützlich diese Lichtstrahlen waren. Wenn wir das vorher gewusst hätten, hätten wir uns die ganze Arbeit mit den Bahnen sparen können. Ach so. Wenn es Sie überrascht hat, dass man die Strahlen als Brücke benutzen kann, wofür haben Sie sie dann ursprünglich gebaut? Wenn alle Brücken vollständig sind, wird das Auge sehen. Das Auge wird sehen? Sie meinen damit aber nicht unsere Augen, oder? Das Auge, das die drei Dimensionen der Zeit ebenso sehen kann wie die drei Dimensionen des Raumes. Es wird euch Schönheit jenseits eurer Vorstellungskraft offenbaren. Aber wenn ihr Sternzeit 6 gesehen habt, werdet ihr dann je wieder Sternzeit 4 sehen? Das Auge mag offen sein, aber der Geist besitzt nicht die Kraft zu sehen. Sternzeit 6, Sternzeit 4, das bedeutet, wir sind alle jetzt in Sternzeit 4. Interessant. Die Metallplatten, die wir gefunden haben, was sind sie? Sie sind Autorität und Macht. Jede Form hat eine Bedeutung. Und wenn sie zusammengefügt werden, haben sie eine neue Bedeutung. Was sind das für Geister, die wir gesehen haben? Sind sie lebendig? Mein ganzes Volk ist in das Reich der Sternzeit 6 gereist, wo die drei Dimensionen der Zeit sich vereinen mit den drei Dimensionen des Raumes. Es ist unbeschreiblich schön. Aber sie können dort nichts bauen, sie können nichts erschaffen. Sie existieren nur, immer und immer weiter mit leeren Lieben und Herzen, die sich nach dieser harten und steinigen Welt sehnen. Wenn wir die Platten in das Dreieck einsetzen, was wird dann passieren? Ihr werdet die Tür öffnen zu grenzenloser Schönheit und endlosem Kummer. Ach so. Ja, ich weiß schon, was er damit meint. Dann sind die Geister ihr Volk? So dünn ist die Verbindung zu dieser Welt. Sie können die Energie in der Luft stören. Sie können sichtbar werden für einige Sekunden. Aber sie können hier nichts erschaffen. Sie werden ewig existieren. Aber es ist kein Leben. Ist es für Ihr Volk unmöglich, wieder zurückzukommen? Es bedarf enormer Willenskraft, jenen Platz zu verlassen und zu diesem zurückzukehren. Alle haben es versucht. Alle haben versagt. Und nun sind sie schon viel zu lange weg. Sie haben die physische Erinnerung an ein Leben in der Sternzeit 4 verloren. Warum haben uns die Geister zu ihnen geführt? Einige von ihnen haben die törichte Hoffnung, dass ihr die Kraft besitzt, sie zurückzuführen, damit sie wieder in ihre Körper eintreten können, wenn ich euch nur helfe, die Pforte erneut zu öffnen. Aber ich bin sicher, ihr würdet euch auch in der Sternzeit 6 verlieren. Das ist schon echt eine coole Story. Da wünschte ich mir fast schon einen Film davon. Nee, ich wünsche mir einen Film davon. Danke für Ihre Hilfe. Ich will euch nur geholfen haben, wenn ihr euren sinnlosen Plan aufgebt. Wir geben nicht auf. Mein einziger Trost ist, dass der wahre Tod mit jedem Sterben ein wenig näher kommt. Gute Übersetzungsarbeit, Maggie. Er spricht sehr langsam und deutlich, aber ich bin schon ziemlich verdammt gut. So. Dann gibt es hier noch eine Sache. Wir brauchen noch die letzten Platten. Und dazu müssen wir nochmal auf die Karten gehen. So, dann
Nach oben, kann wieder abkürzen. Das nervt. Ja, komm. Einfach hier müssen wir nach hinten durch zur Öffnung. Hier ist dieses komische schimmernde Licht. Sehen Sie sich das an, Maggie. Es flimmert, aber es wirkt irgendwie unwirklich. Eine Art Licht, das sich nur am Rande der Existenz befindet. Etwas wie das. Meinen Sie, die haben irgendwo etwas darüber aufgeschrieben? Sie haben jedes andere Phänomen hier beschrieben. Genau, und das steht nämlich hier auf dieser Platte drauf. Das müssen wir jetzt Maggie zeigen. Schauen Sie sich diese Inschrift mal an, Maggie. Steht da irgendetwas, das uns helfen könnte? Interessant, dass sie das schon hatte, quasi 10 Meter Entfernung. Es war mir bisher nicht klar, aber jetzt verstehe ich. Boston, es beschreibt dieses seltsame Feld von Fastlicht. Was bedeutet das? Das sind einige Anweisungen. Jetzt ergibt das alles einen Sinn. Ich drehe einfach dieses... Oh. Es ist alles so einfach, wenn man das Handbuch liest. Wenn wir es nicht besser wüssten, könnten wir glauben, die Insel wäre schon immer da gewesen. Ja, sowieso. Das war wohl drauf. Diese Insel ist aus einer anderen Dimension zurückgeholt worden. Genau. Diese Insel ist aus einer anderen Dimension zurückgeholt worden. Da gibt's einen Eingang. Ach so, okay. Das ist, glaube ich, die letzte Platte. Was gab es so Wichtiges, dass Sie uns exakte Instruktionen, hierher zu kommen, überliefert haben? Vielleicht die Metallplatte dort drüben. Ist doch klar, Junge. Das ist die vierte. Wenn das so funktioniert wie auf Attila, sollten die vier in die dreieckige Form passen. Ja, aber das ist noch keine Garantie dafür, dass wir dann überall hingebracht werden, wo wir hinwollen. Sie haben wirklich die aufbauendsten Gedanken, Miss Robbins. Wenn das Monster Sie entführt hätte und Sie dann beinahe ertrunken wären, wären Sie auch pessimistisch. Aber Sie haben es doch überlebt, nicht wahr? Und Ihre Frisur sieht wieder toll aus. Sie wissen wirklich, wie man einer Frau Komplimente macht. Wir sollten Brink wiederfinden. Für den Fall, dass die Platten ihren Job erledigen. Als ich ihn letztes Mal gesehen habe, hat er gedroht, mich umzubringen. Vielleicht wäre es sicherer, ihn hier zu lassen und später eine Expedition herzuschicken, die ihn holt. Eine bewaffnete Expedition. Es gibt keine Garantie, dass wir je wieder zurückkommen. So viel wir wissen, ist das nur eine einfache Fahrt. Sie haben recht. Wir können ihn nicht hier lassen. Er macht mir Angst, Boston. Mehr als das Monster. Sie haben bloß beide Hunger auf irgendetwas. Aber Brink ist klüger, gefährlicher. Wir sind auch nicht dumm. Gehen wir. So, dann müssen wir wieder zum Nexus und da wir alle vier Platten haben. Da wir alle vier Platten haben, können wir diese auch nun einsetzen. Das war ganz schön heftig. Commander Low, können Sie mich hören? Brink, wo stecken Sie? Wir haben die letzte Metallplatte und... Hören Sie, Commander! Ich bin gefangen! Ich brauche Hilfe! Wo sind Sie? In der Nähe von einer dieser Lichtbrücken. Da ist diese geschwungene Brücke über einem Wasserfall und eine Höhle im Felsen. Sie müssen schon da gewesen sein. Sie schalten doch überall diese Lichtbrücken ein, oder? Bleiben Sie, wo Sie sind. Wir sind unterwegs. Bleiben Sie, wo Sie sind? Sehr witzig! So Leute, okay, dann helfen wir dann in der nächsten Folge Brink, der uns natürlich wieder mal aufhält. Und ich hoffe, ihr bleibt dabei und seid noch nicht eingepennt bei diesem Spiel. Also, bis dann!